Ja, hallo liebe Messerfreunde und hier herzlich willkommen auf dem Kanal bei Tools for Chance. Wir haben wieder eine Lieferung aus Italien gekriegt und wir haben die neue Brand von Patrick Hollenstein am Start und darum würde ich sagen, machen wir heute mal eine Doppelfolge und schauen mal, was wir hier Schönes bekommen haben. Das dann alles, ja, ich glaube, die Vanguards sind schon im Shop. Die neuen Fox-Sachen gehen dann am Freitagabend, wie immer, so 17, 18, 19 Uhr, alles online dann im Shop. Also, hol dich was zum Trinken, wir zappen mal runter und schauen, was wir hier Schönes unboxen können. Viel Spaß! Okay, los geht's. Womit fangen wir an? Ich würde mal sagen, die Vanguard Cheetahs schauen wir uns im nächsten Teil an. Jetzt machen wir mal, ja, komm, machen wir erstmal die großen. Heute machen wir mal zur Abwechslung von groß nach klein. Hier haben wir was Schönes. FX689B. Kann ich das lesen? Fox Defender Fixed Knife Stainless Steel. Ah, Böhler N690 CO, das ist gut. Top Shield Blade. FRN Black Handle. Okay, cool. Die Kamera sieht das wahrscheinlich besser. Okay, wir haben eine schöne große Kydex. Der Abdruck hier der Klinge sieht schon mal interessant aus und gefällt mir. Und hinten haben wir, das ist jetzt weniger für einen Gürtel, kannst du wahrscheinlich auch durchmachen, aber das ist mehr, um das zum Beispiel an einem Rucksack an Molleschlaufen zu befestigen. Sehr schön. Das heißt, das sieht doch schon mal schwer so militärisch aus. Noch eine Kordel dran. Sehr gut. Jetzt das Messerchen. Das finde ich schön neuerdings in diesen Jute-Säcken. Nicht unnötig Plastik, ne? So, was haben wir da Schönes? Das ist natürlich schon mal super. Das ist schon mal so im K-Bar USMC-Style, ne? Jetzt bin ich mal die Dinge gespannt, weil das sieht schon mal geil aus hier. Oh, ja, sehr schön. Sehr schön. Defender aus der Fox Knives Military Division. Maniago Italy N690 CO. Schöner Guard, großer Griff, der ist natürlich unempfindlich gegen Öle, Flüssigkeiten, Hitze, Kälte. Den kannst du auch bei kalt noch ohne Handschuh tragen. Oh ja, klasse Spitze hier, du. Oh ja, scharf. Massiv. Das sind bestimmt 5 mm. Oh, geiler Klopper. Auf der anderen Seite nur der Fuchs. Ja, nice. Das ist ein schönes Kampfmesser. Schön schwarz-matt. Schriftart ist zwar groß, aber es ist nur die Außenlinie gezeichnet. Dann ist darum ist nicht so viel hell, sondern es ist noch genug Schwarz dran, dass es nicht irgendwie jetzt ein auffälliger großer Fleck auf die Entfernung wäre, sondern einfach nur die Outlines sind gelasert. Das ist, finde ich, cool. Mal alles weg. Vielleicht schafft es dann mal einen Fokus da hinzustellen, wo ich ihn gerne hätte. Schön, vor allem großer Griff für große Hände oder du hast Handschuhe an, Einsatzschuhe, was auch immer. Okay, das ist mal ein schöner Problemlöser. So. Die Kydex. Ja, sehr schön. Sehr schön. Ah ja, geht gut rein. Wieder raus. Wackelt nichts, ne? Das ist nur der Bändel. Da klappert nichts. Kannst du schön ziehen. Ne? Kannst du auch eine Einsatzweste machen, ne? So kopfüber. So cool im Vietnam-Style. Oder irgendwo an einem Rucksack auf die Seite hin. Und dann im Notfall ein größeres Messer zu haben. Damit kannst du dich auch irgendwie so ein bisschen durchs Unterholz hauen. Oder für die Gartenarbeit. Kann man natürlich auch machen. Puh. Kannst natürlich auch die Molle-Dinger hier wegmachen und einen Tech-Lock dran. Oder irgendwie so eine Doppelschlaufe hier, um seinen Gürtel zu machen. Ne? Oder kannst du natürlich auch eine Koppel machen, denke ich wahrscheinlich. Weil eine Koppel ist halt ein bisschen größer wie jeder normale Gürtel. Und das kann man schon auseinanderdrücken. Dann kannst du das auch, wenn es sein muss, an der Hüfte tragen. Okay. Cooles Teil. Das muss ich mir ja mal merken. Das ist natürlich jetzt mal eine schöne Alternative zum klassischen K-Bar.
das hier aus 1095er Carbonstahl ist, haben wir hier einmal Böhler N96. Da hast du dann, selbst wenn das mal hart im Einsatz war und die Beschichtung gelitten hat, musst du da keine Angst haben, dass es dir dann irgendwann mal anfängt zu rosten oder sonst was, sondern es schön dicht. So, schauen wir das hier noch an. Dann werden wir es unterteilen. Nächstes Video noch. FX616MB Fox Knife Oxidos Outdoor Stainless Steel B-Cut Stahl. Okay, der taucht jetzt da öfters auf in Italien. Black Canvas Micarta. Und danach gucken, auf der Webseite ist die, das Materialdatenblatt von diesem Stahl. Weil, wie ich gesagt habe, den gibt es nicht, aber ich meine, wenn ich ein Materialblatt dazu habe, dann habe ich den Stahl. Und wie man den nachher nennt, ist ja Kopfswiegsprung. Oh, sehr schön. Natural Canvas Micarta, gefällt mir. Schön griffig. Erstens, das Material an sich ist schon griffig und dann haben sie hier noch so schöne, ja, Rillen reingefräst. Schön. Ja, Outdoor-Messerchen, ne? Schön bauchige Klinge, damit kannst du was anfangen. Damit kannst du auch hier, also Daumenrampe schön. Kannst aber auch hier wunderbar vor die Daumenrampe gehen. Die Fingermulde, der Fingerchoil ist mal groß genug, ne? Für feine Arbeiten kannst du schön so vorne halten. Das ist ein tolles Messer. Das haben wir hier drauf. B-Cut Maniago Italy. Hier der große Fuchs. Schönes Outdoor-Messer. Du kannst auch hier vielleicht... Ja, das kannst du hier noch durchschlaufen. Ach, ja, du kannst natürlich hier eine Schlaufe machen und kannst so mit der Hand durchgehen. Eigentlich bist du es eher gewohnt untenrum, ne? Cool. Mir gefällt die bauchige Klinge auch. Oh, Materialstärke ordentlich. Also da brauchst du keine Angst haben, wenn du mit dem da draußen mal ein bisschen härter arbeitest. Was mir gefällt, schön Griff mit viel Volumen. Da verteilt sich halt viel Grifffläche in die Hand. Ne? Das kann sich auch nicht drehen. So ergonomisch manchmal vielleicht ein runder Griff ist, aber ein runder Griff, ne, kann sich an der Hand drehen. Wenn du das fest zudrückst durch dieses rechteckige Format, sage ich mal, der kann sich in der Hand, dreht sich so ein Messer nirgendwo hin. Und trotzdem hast du viel Volumen, weil eben das doch massive Micarta-Schalen sind. Die dunkeln mit der Zeit nach, ne, so von, was weiß ich, Feuchtigkeit, Fett, Dreck. Und dann werden die mit der Zeit ein bisschen dunkler, aber das macht hier nichts. Aber gefällt mir. Schöne Daumenrampe. Oder hier in den Vorgrip. Und halt auch schön hier hoch. Kannst du mal schön was mit anfangen. Ne? Wie sage ich immer so schön, kannst du ein schönes Mettbrötchen schmieren. Ne? Sehr geil. Schönes Outdoor-Messer. Schwer, massiv, guter Griff. Gutes Material für draußen, ne? Griffig, ne? Selbst wenn du das nass hast oder hast du auf dem Griff mit Sicherheit kein Problem, das sicher zu halten. Hier auch schöne Fingergrooves hier drin. Groß genug für große Hände, groß genug für Handschuhe. Ne? Im Winter kannst du mal ein wenig frisch werden, dann ziehst du Handschuhe an. Kannst du trotzdem noch damit arbeiten und du kannst schön in den Vorgrip gehen. Cool. Muss man sich ja noch ein bisschen einlesen über den Stahl, was es da noch zu lesen gibt. Was für Materialeigenschaften der hat. Mit dabei kommt eine, die bekannte Lederscheide hier in dem Dings, wo man halt hier mit diesen Schlaufen spielen kann und sich das tragen kann, wie man will. Die kannst du sogar im Trapper-Style, ne, schön hinterm Rücken, auch gut. Toll. Gut, das war's, Teil 1. Ich glaube, wir machen heute 3 Teile draus, sonst wird das zu lang. Wir sehen uns dann gleich in den nächsten Teilen wieder. Und nicht vergessen... Freitagabend im Shop bei toolsforchance.com.